Gra, Eindringlinge und herzlich willkommen zu einem neuen Video zur dritten Expedition in No Man's Sky. Wir schauen mal kurz bei mir ins Protokoll der Expedition. Hier oben Expeditionsreiter. Wir sind angekommen in der Phase 4 und wie ihr seht, habe ich die schon fast komplett abgeschlossen. Ehrlich gesagt gibt es zu diesen Punkten nicht allzu viel zu sagen. Das war alles einfach nur suchen, laufen, suchen, laufen, suchen, laufen. Und wir gehen die Punkte mal kurz durch. Ich habe erledigt Netzwerk online. Das heißt, wir sollten ein Teleporter-Netzwerk errichten zwischen Basen. Und das war relativ einfach zu bewerkstelligen. Ich habe einfach irgendwo mitten in die Pampa einen zweiten Basiscomputer gebaut, zwei Solarmodule dazu, eine Batterie und einen Teleporter. Und in dem Moment, wo ich den Teleporter gebaut und mit Strom versorgt hatte, da war die Aufgabe auch schon erledigt. Da hatte ich dann die Verbindung zwischen meinen ersten zwei Basen. Mittlerweile habe ich noch eine dritte, quasi nur, um mir die Strecke zu ersparen, die ich schon zurückgelegt habe. Für diesen Punkt hier, auf den kommen wir aber gleich noch, hier der Raumhafen Alpha. Erstmal zu Querfeld ein, das erklärt sich ja völlig von selbst. Wir müssen 15.000 Units mit dem Exo-Fahrzeug zurücklegen. Da bin ich zweimal mit dem Minotaurus um meine erste Basis gelatscht und dann hatte ich die 15.000 Units zusammen. Das ging relativ schnell und es hat sich auch gezeigt, also der Minotaurus und ich, wir werden keine Freunde. Aber eins muss man ihm lassen, er ist schnell mit seinem Raketenantrieb. Er ist wirklich schnell. Dann hatten wir den Sondengänger. 5 verlorene Objekte ausgegraben. Da weiß man vielleicht im ersten Moment nicht, wonach man suchen soll, ist aber relativ einfach. Ein Pint, so wie jetzt hier die Selbstdiagnose, könnt ihr dann die Sondengänger anpinnen. Und wenn ihr dann euer Analyse, euren Zielscan-Modus aktiviert, dann wird euch Richtung zum nächsten Objekt angezeigt, das ihr finden müsst. In dem Fall ging es um verlorene Objekte. Die waren relativ schnell gefunden. Bisschen länger gedauert hat es dann hier mit dem Archäologen. 10 Fossilien gesammelt. Funktioniert ganz genauso. Anpinnen, Zielscan-Modus aktivieren und dann die Knochen ausbuddeln. Die liegen aber relativ weit verstreut auf diesem Planeten, sodass ich da doch einige Zeit unterwegs war. Die Hügel leben. Das war eine recht interessante Aufgabe, denn wir sollten einen Berg über 625 Units Höhe erklimmen. Und ich habe mich dann, warte, wo ist sie? Da hinten steht eine. Ich habe mich dann an einer dieser sehr hohen, sehr spitzen Felsnadeln probiert. Und kurz vor der Spitze oben hatte ich dann auch diesen Meilenstein erledigt. Also auch da gibt es nicht viel zu sagen. Einfach machen. Und zu guter Letzt hier der Raketenmann, 30 Sekunden lang geflogen. Das habe ich euch ja im allerersten Video oder beziehungsweise im Livestream gezeigt. Die hatte ich während der Phase 1 schon erledigt. Da sucht ihr euch einfach eine senkrechte Felswand oder die senkrechte Außenhülle eines abgestürzten Frachters und könnt dann dort 30 Sekunden lang in der Luft bleiben, denn wenn ihr mit der Nase entlang schrappt an der Mauer, dann wird sich euer Jetpack nicht leeren, sodass ihr also auch mit dem armseligen Jetpack ganz am Anfang schon direkt 30 Sekunden in der Luft bleiben könnt. Wenn ihr genau wissen wollt, wie das funktioniert, dann schaut nochmal das Video. Ich probiere es euch oben rechts zu verlinken und da könnt ihr dann nochmal nachschauen, wie das genau funktioniert. Jetzt im Moment bin ich aber bei Raumhafen Alpha und das erwies sich jetzt bisher ein bisschen schwieriger, denn auch wenn man es anpinnt, es wird einem über den Zielscan-Modus nichts angezeigt. Ich weiß, dass zum Beispiel kleine Siedlungen in der englischen Version des Spiels immer als Outpost bezeichnet werden. Und deswegen dachte ich, ich gehe mal zuallererst zu einer kleinen Siedlung, habe es mir dann aber anders überlegt. Denn wenn man mal draufklickt, wir sehen, das Ganze heißt Raumhafen Alpha.
sodass ich also finde und besuche einen Außenposten, sodass ich erstmal davon ausgegangen bin, dass wir einen Handelsposten finden müssen, der ja quasi als kleiner Raumhafen funktioniert im Spiel. Starten und landen ja jede Menge Schiffe. Und ich habe mich jetzt roundabout eine Stunde über den Planeten gequält mit meinem Minotaurus. Und bin jetzt hier am Handelsposten angekommen und da bin ich jetzt mal gespannt, was passiert. Ach ja, wollte ich ja noch erwähnen. Ich bin schon wieder viel zu schnell mit dem Kopf. Der Kopf ist schneller als der Mund quasi. Raumhafen Alpha nochmal kurz. Wir haben den ja jetzt angepinnt, aber vielleicht für die Neueinsteiger in No Man's Sky unter euch, wie finde ich denn jetzt überhaupt solch einen Außenposten? Da habt ihr natürlich verschiedene Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr den Minotaurus verwenden, das zeige ich euch kurz. Ihr steigt ein, Steuerkreuz nach unten, rechts aufs Scanner-Symbol und dann könnt ihr nach oben schalten mit dem Steuerkreuz und könnt dann nach bestimmten Dingen suchen, wie Ressourcendepots, gesicherte Einrichtungen. Das ist zum Beispiel jetzt in der Expedition noch wichtig für das Auffinden von Außenposten, die diese summenden Eier davor liegen haben, wo ihr dann eure Larvenkerne einsammeln könnt. Des Weiteren können wir nach Notsignalen scannen. Wäre vielleicht mal interessant auszuprobieren. Unser Schiff ist ja noch kaputt. Wenn wir nach einem Notsignal scannen, ob wir da nicht vielleicht ein abgestürztes Schiff finden, was man mit wenigen Ressourcen jetzt gleich komplett reparieren kann, das wäre natürlich super geil. Ich glaube, das probiere ich mal aus. Mal gucken, ob das funktioniert. Aber ich habe natürlich für den Handelsposten den Punkt nach Handelsaußenposten scannen gewählt. Und wenn ihr dann X drückt, dann wird gescannt. Und jetzt hat er natürlich nichts gefunden, weil den hier hat er ja schon registriert. So könnt ihr aber auf jeden Fall den Handelsposten finden. Ansonsten besteht noch die Möglichkeit, dass ihr, wir gehen nochmal drauf, dass ihr den Signalbooster verwendet oder das Analysevisier, um Gebäude in der Nähe zu orten. Aber das Analysevisier kann ich euch nicht empfehlen. Die Reichweite ist einfach zu kurz. Und wenn das Ding irgendwie 2 oder 3 oder 4 Stunden entfernt ist, mit dem Minotaurus braucht ihr ungefähr ein Viertel der angezeigten Zeit, dann werdet ihr das mit dem Analysevisier nicht sehen. Das dient also wirklich nur für Gebäude in direkter Nähe. Wenn ihr Glück habt, findet ihr was, aber ich würde dann doch eher zum Signalbooster oder zum Minotaurus-Scanner gehen. Und des Weiteren gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit über Planetenkarten. Ich glaube, ich habe gar keine mehr. Ich muss mal gucken. Doch, hier habe ich noch welche. Da könnt ihr natürlich auch noch nach Gebäuden suchen. Da wäre dann das Gebäude mit dem grünen Siedlungssymbol wichtig. Entschuldigung, die Karte mit dem grünen Siedlungssymbol, Häuschensymbol wichtig für eine kleine Siedlung. Und dann gibt es noch welche mit einem roten Häuschensymbol. Das wäre dann eher für Gebäude wie dieser Handelsposten hier. Den schaue ich mir jetzt an und dann schauen wir mal, was passiert. Vielleicht muss ich ja doch noch zur kleinen Siedlung. Dann bin ich hier jetzt eine Stunde völlig umsonst über den Planeten gestratzt. Aber das werden wir gleich feststellen. Und da haben wir es tatsächlich. Meilenstein abgeschlossen. Raumhafen Alpha, planetaren Außenposten entdeckt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass generell jedes Alien-Gebäude da zählen könnte für diese Mission. Ich kann es euch aber nicht beschwören. Ich kann es jetzt auch nicht mehr ausprobieren. Ich bin jetzt einfach mal auf Verdacht zum Handelsposten. Außer einem Terminal für den intergalaktischen Markt gibt es hier natürlich nichts Besonderes. Wahrscheinlich wäre die Lösung, eine kleine Siedlung anzusteuern, deutlich intelligenter gewesen. Denn ich habe schon gesehen, ich habe mir noch angeschaut, was jetzt in der Expedition vor uns liegt. Und da habe ich gesehen, dass wir dann auch solche Sachen wie die Verkabelung brauchen und andere Bauteile, die ihr natürlich in einer kleinen Siedlung ganz bequem kaufen könnt.
Also würde ich euch empfehlen, probiert doch zuerst eine kleine Siedlung, bevor ihr euch auf den langen Weg zum Handelsposten macht. Was heißt langer Weg? Eigentlich war der Handelsposten der kürzere, der war nämlich 2 Stunden entfernt. Und die kleine Siedlung, die ich entdeckt habe, die ist 18 Stunden entfernt. Durch vier, da bin ich also über 4 Stunden mit Minotaurus unterwegs. Ich weiß noch nicht so recht, ob ich das gut finde. Aber ja, Hauptsache Meilenstein jetzt erstmal abgeschlossen und wir schauen mal kurz rein. Wir können uns jetzt die Belohnung einsammeln. Hier gibt es Baupläne zum Herstellen von Legierungen und die Pläne für die Pilgergeobucht. Eigentlich auch ein recht gutes Exofahrzeug, weil man damit eben auch über Wasserflächen fahren kann und muss nicht unter Wasser fahren, was ja fürchterlich bremst. Von daher schon mal eine nette Belohnung. Ich sammle mir die jetzt ein. Und meine Kamera, die macht jetzt gerade einfach mal, was sie will. Spielen wir jetzt Billard über Bande oder was? So, jetzt haben wir 8 Gegenstände gelernt herzustellen. Aronium, Straßenköter, Bronze, Herox. Herox, ganz, 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 ganz mega wichtig. Warum ist das mega wichtig? Wir gucken mal ins Raumschiff. Wir brauchen für die Druckkapsel Herox. Und ich habe ganz viele Spieler gesehen, die verzweifelt gefragt haben, wo kriege ich denn zum Teufel Herox her? Also, vergesst meinen Tipp von vorhin, geht doch zuerst zum Handelsposten. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr, wenn ihr zur kleinen Siedlung geht, auch die Pläne bekommt. Das kann ich jetzt leider nicht mehr ausprobieren. Aber im Endeffekt ist es wurscht, die Expedition besteht sowieso zu 50% aus Spazierengehen. Von daher entscheidet selbst, was ihr zuerst probieren wollt. Ich habe jetzt den Handelsposten zuerst probiert und hatte das Ergebnis, dass ich jetzt endlich Herox herstellen kann. Das ist schon mal cool. Wir gucken mal kurz rein, was brauchen wir denn überhaupt dafür? Wir brauchen Ammoniak und ionisiertes Kobalt. Das ist ja mal easy peasy. Das kriegen wir alles hier auf dem Planeten. Wunderbar. Und dann schauen wir jetzt mal, wie es weitergeht. Sodele. Soweit alles erledigt, was diese Mission anbelangt. Ich habe jetzt gerade eben schon gesehen. Aha, da ist es schon. Hier war mal wieder ein echter Schlaumeier unterwegs. Ich möchte euch mal einen Tipp geben, liebe Leute. Wenn es um solche Missionen oder solche Events geht, Community-Events, wo viele, viele Spieler darauf angewiesen sind, ihren Spielfortschritt in bequemer Art und Weise beenden zu können oder fortzuführen, dann seid doch so nett. Wenn ihr schon einen Basiscomputer aufstellt, um euch zum Beispiel die Position eines Handelspostens zu sichern, damit ihr da immer wieder hin zurückkehren könnt, dann seid doch bitte so schlau und ladet die Basis nicht hoch. Jetzt möchte ich nämlich ganz gerne zu meinem Schiff zurückkehren. Das hatte ich jetzt gerade schon irgendwo am Horizont. Wo ist es denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Mein Schiff ist weg. Egal. Finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Sehen wir gleich. Das ist jetzt eine halbe Stunde entfernt. Ich habe echt keinen Bock mit dem. Da ist es. So, halbe Stunde bis zu meiner Basis Nummer 2 und zu meinem Raumschiff. 23 Minuten und 25 Sekunden zu Fuß. Das schafft der Minotaurus natürlich ein bisschen schneller, aber trotzdem, ich habe jetzt keinen Bock, die lange Strecke zu laufen. Ich würde jetzt hier einfach einen Basiscomputer aufstellen, mal schnell einen Teleporter dazustellen und schwupps bin ich bei meinem Schiff. Aber nein, Mr. Oberschlau hat hier eine Basis gebaut und hat sie hochgeladen. Und somit hat kein Spieler jetzt die Möglichkeit, hier seinen Basiscomputer aufzustellen. Ich darf jetzt erstmal einen halben Kilometer laufen, um aus dem Basisradius rauszukommen. Also, liebe Leute, denkt doch bitte bei solchen Events daran, dass andere Spieler ebenfalls irgendwie schnell vorankommen möchten. Und wenn ihr da einen Basiscomputer aufstellt, ohne ihn hochzuladen, dann sehen die anderen den auch nicht. Und dann haben die anderen auch keine Einschränkungen. Wenn ich jetzt versuche, würde mich wundern, wenn es geht, hier einen Basiscomputer aufzustellen, dann habe ich jetzt die Arschkarte. Kann jetzt erstmal wieder eine halbe Stunde laufen. Übertrieben ausgedrückt. Ihr wisst, was ich meine. Also bitte bei solchen Events, denkt doch dran, denkt an die anderen Spieler, die es genauso bequem haben wollen wie ihr. Wenn ihr was hierhin baut, dann bitte nicht hochladen.
wollte ich nur noch mal kurz erwähnt haben. Viele denken da auch einfach gar nicht dran. Die sind so in ihrem Spiel vertieft und sind es halt gewohnt aus dem Hauptspiel, dass sie überall was hinpflanzen können, damit sie schnell hin teleportieren können. Aber bei so einem Community-Event ist das echt kontraproduktiv. Also denkt da bitte dran. Eine kleine Anmerkung noch zum Baumenü, was mir aufgefallen ist. Also die Grenze zur, oder ich sag mal die Entfernung zu eurem eigenen Charakter, in der ihr bauen könnt, die wurde mit dem Frontiers Update deutlich vergrößert. Das heißt, wenn ihr jetzt seht, dass ihr keinen Teleporter bauen könnt, dann heißt das nicht, dass ihr nicht könnt, sondern dann heißt das, ihr seid einfach noch zu nah dran. Früher konnte man da deutlich näher an den Charakter bauen. Mittlerweile muss man da schon recht deutlichen, ach Moment, ich habe ja noch keinen Kohlenstoff-Nanorohr. Dann machen wir das mal kurz. Nichtsdestotrotz gilt, was ich gerade eben gesagt habe. So, da haben wir Nanorohr. Komm, ich mache gleich 5, ich brauche die sowieso dauernd. So, trotzdem gilt, was ich gerade eben gesagt habe, die Entfernung zu eurem Charakter wurde deutlich vergrößert. Früher wäre das hier jetzt kein Problem gewesen. Ich muss jetzt deutlich weiter weggehen. Ich gehe mal in die freie Baukamera und ihr seht, jetzt kann ich plötzlich den Teleporter bauen. So war es eigentlich gedacht. Früher war das, wie gesagt, deutlich einfacher. Jetzt müsst ihr ein bisschen mehr Abstand halten. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein bisschen Strom. Ich habe ja die Stromerzeuger schon aufgebaut, verbinde jetzt den Teleporter und schwupp haben wir unseren nächsten Teleporter gebaut. Ich kann mich jetzt zu meinen anderen Basen teleportieren. Und wenn er mal reinschaut, ich habe die Basis jetzt Handelsposten genannt. Ich bin jetzt knapp außerhalb des Basisradius von dem anderen Spieler. Ich könnte die Basis jetzt hochladen, wenn ich noch, was weiß ich, noch mal 2 Solarmodule und eine Batterie dazu packe. Dann ist sie groß genug zum Hochladen. Momentan kann ich sie gar nicht hochladen, aber ich lasse es auch. Eben aus besagtem Grund, was ich eben erwähnt hatte. Bitte denkt ihr auch dran, wenn es nur darum geht, mal schnell dahin zu kommen mit dem Teleporter und nicht darum geht, dass ihr eine tolle Basis baut, die jeder sehen soll, dann bitte, bitte, bitte im Community-Event nicht hochladen. So, jetzt mache ich mir erstmal das ionisierte Kobalt, das ich unbedingt brauche, um Herocs herzustellen. Ich habe mir am Handelsposten Kobalt gekauft. Ich habe mir jetzt hier in meiner Basis Kobalt gekauft. Und wir sehen, wir haben jetzt insgesamt 44. Das ist blöd, weil ich brauche nämlich 50. Ich werde jetzt einfach mal kurz den Speicherstand neu laden, beziehungsweise erstmal speichern und dann den Speicherstand neu laden, damit ich mir hier den Rest Kobalt noch kaufen kann. Und dann können wir Herocs herstellen. So, jetzt haben wir noch mal ein bisschen Kobalt zusammengeklaubt. Wenn ihr den Speicherstand neu ladet, dann bekommt ihr natürlich die Chance, wieder Kobalt zu kaufen. Am Handelsterminal, das habe ich jetzt gemacht. Das bringt uns noch mal 19 Kobalt, das reicht. Jetzt haben wir 63 ionisiertes Kobalt und jetzt können wir unser Herocs herstellen. Zack! So, und jetzt hoffe ich, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet vorhin, jetzt hoffe ich, ein Herocs reicht. Nein, wir brauchen 2, also nochmal. Sodele, 2-mal neu geladen und jetzt nochmal das letzte bisschen Kobalt gekauft. Mir fehlen noch 20 Kobalt, damit ich 10... ionisiertes Kobalt herstellen kann. Wir kriegen hier 22. Das ist prima. Jetzt müsste es eigentlich reichen. Schauen wir noch mal rein. Kobalt 22. Zack, bringt 11 ionisiertes Kobalt. Tada! Umrechnungsfaktor 2:1. Und, ups, jetzt habe ich zugemacht.
Jetzt haben wir 52 Kobalt und für Herox brauchen wir nochmal 50. Passt also. Ich pack das jetzt hier rein. Zack. Jetzt haben wir 2 Herox und wir können unser Schiff reparieren. Jetzt die witzige Situation. Ich habe ja meine erste Basis ungefähr 850 Units entfernt von der Startposition des Spiels aufgebaut. Und da stand auch die ganze Zeit irgendwo da hinten in der Pampa, stand mein Schiff 850 Units entfernt. Aber als ich die zweite Basis gebaut habe, da stand dann plötzlich mein Schiff. Es bleibt jetzt den Göttern von No Man's Sky überlassen, eine Erklärung zu finden, warum ein flugunfähiges Schiff plötzlich Kilometer entfernt an meiner zweiten Basis steht. Aber egal, es ist halt so, ich nehme das einfach mal so hin und jetzt schauen wir mal zur Basis Nummer 2, wo mein Schiff steht, denn da möchte ich jetzt gerne die Druckkammer reparieren. Mal eben flugs zur Basis Nummer 2 hin teleportiert und ich stehe vor meiner kleinen Eule, die Knutschkugel. Ich steig mal ein. Jawohl, Druckkapsel kritisch beschädigt, das wissen wir mittlerweile. Und ich gehe mal rein. Wir brauchen 63 verdichteten Kohlenstoff, den habe ich. Und wir brauchen 2 Herox, die habe ich jetzt gerade hergestellt. Also reparieren wir jetzt die Druckkapsel. Und damit haben wir, wenn ich aussteige, na, tut sich was. Jawohl, Meilenstein abgeschlossen. Selbstdiagnose 4, Raumschiff Lebenserhaltung wiederhergestellt. Expeditionsphase Nummer 4 ist abgeschlossen. Das ist wunderbar. Damit kommen wir jetzt auch mehr oder weniger zum Ende des Videos. Wir schauen mal rein. Wir haben alle Punkte erledigt. Ich hole mir die Belohnung ab für die Selbstdiagnose 4. Das gibt 999 Nanit. Schade eigentlich, weil das ist ja nur ein Expeditionsspielstand. Den spiele ich eh nicht weiter. Mal eben 1000 Nanit verschenkt. Aber wir gucken nochmal rein, denn wir haben natürlich noch die Abschlussbelohnung für die Phase 4. Es gibt Untertassenpilzpläne, was immer das sein mag, Höhlenkriecherpläne, Troglotulpe-Pläne, Venenflachkappenpläne und Fingerablagerungpläne. Ich denke mal, das wird Deko für die Basis sein. Irgendwelche Dekopflanzen, keine Ahnung. Ich sammle die jetzt mal ein und werde die natürlich dann später in meinem Hauptspielstand auf Normal im Quecksilbershop in der Anomalie abholen. Wir haben jetzt jedenfalls Phase Nummer 4 erledigt. Wir sind komplett fertig mit allen Punkten. Und als nächstes käme dann die Phase Nummer 5. Da melde ich mich dann aber in einem neuen Video zurück. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Die Phase 4 war ehrlich gesagt relativ langweilig. Von Story bisher auch absolut keine Spur. Finde ich ein bisschen schade, dass Hello Games das Ganze nicht ein bisschen in der Story verpackt hat. Das ist mehr oder weniger eine Ansammlung von Quecksilbermissionen, die letztendlich dazu führen, dass das Schiff wieder fliegt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch eine gute Reise. Macht es gut. Bis dann. Tschüssi. Wie immer.